Wir unterstützen keine militärischen Aktionen in Bosnien-Herzegowina. Wir provozieren und unterstützen keine Feindseligkeiten. Serbiens Präsident Slobodan Milosevic hat wiederholt gesagt, dass er für den Konflikt in Bosnien-Herzegowina keine Verantwortung trägt. Aber jene Männer, die das Morden und die ethnischen Säuberungen in Bosnien befehligten, beschreiben hier erstmals die Rolle, die Milosevic tatsächlich spielte. Milosevic ersuchte mich jedes Mal persönlich, meine Kämpfer zu schicken. Er brauchte uns nicht erst zu überzeugen. Milosevic war es gleichgültig, ob die Welt Bosnien anerkannte. Die bosnischen Moslems fühlten sich unter Druck. Als Jugoslawien auseinanderbrach, liefen sie Gefahr, unter die Herrschaft Serbiens zu geraten. Aber Izetbegovic sprach nicht für alle Bosnier. Ein Drittel von ihnen waren Serben. Sie wollten, dass Bosnien bei Jugoslawien bleibt, wo die meisten Serben wohnten. Im Parlament verkündete der Serbenführer eine finstere Warnung. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Evo umjesto gospodina Janović, gospodin Izetbegović. Ich spürte ein flammendes Inferno drohen. Es kam mir vor, als hätte sich das Tor zur Hölle geöffnet und wir alle würden von den Flammen versenkt. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Mit einem Krieg habe ich gerechnet, aber ich erwartete keinen Völkermord. Jahrhundertelang hatten Moslems, Serben und Kroaten hier friedlich zusammengelebt. Nun ging es um ihre Zukunft. Die Hälfte der jugoslawischen Republiken hatte die Unabhängigkeit gewählt. Der Zeitpunkt war gekommen, an dem auch die Bosnier sich entscheiden mussten. Wir hatten eine Situation geschaffen, in der Bosnien zum Untergang verurteilt war. Wir Serben wollten bei Jugoslawien bleiben, aber die Moslems und die Kroaten wollten hinaus. Somit war klar, dass Bosnien nicht weiter bestehen konnte. Präsident Izetbegovic hielt eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit ab. Moslems und Kroaten waren in der Mehrheit, also wurde der Wunsch des Präsidenten vom Volk bestätigt. Der Präsident rechnete mit Auseinandersetzungen. Er ahnte jedoch nicht, dass seine eigene Seite den Anfang machen würde. Es geschah, als die Gäste zu einer serbischen Hochzeitsfeier eintrafen. Ein Moslem tötete den Vater des Bräutigams. In dieser Nacht schlugen die Serben zurück. Bewaffnete Serben errichteten überall in der bosnischen Hauptstadt Straßensperren. Zahtjevi srpskog stanovništva iz Sarajeva. Od jedan.
da se bezuslovno obustave sve aktivnosti od strane predsjedništva Skupštine i vlade BiH na međunarodnom priznanju suverenosti i nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Weder die bosnische Polizei noch die grünen Barette, die muslimischen Freischärler unter dem Kommando von Izetbegovic waren stark genug, es mit den Serben aufzunehmen. Wir beschlossen, uns zurückzuhalten. Wenn es zu Straßenkämpfen gekommen wäre, hätten wir in jenen Stadtteilen, in denen sie ihre Barrikaden errichtet hatten, keine Chance gehabt. Die Straßen der Hauptstadt fielen in die Hände verfeindeter Milizen. Die Moslems hielten das Stadtzentrum, die Serben die meisten anderen Gebiete, sowie die strategischen Höhen, auf denen sie jetzt ihre schweren Waffen postierten. Die Einwohner Sarajevos spürten, dass ein Krieg bevorstand und verlangten von ihren Politikern, ihn zu verhindern. Predsjedniče Karadžiću, predsjedniče Izetbegoviću, kao ljudi koji predvodite dva naroda, vi znate koja je u ovom trenutku vaša odgovornost. Mi apelujemo u ime javnosti koja se javlja masovno telefonima i koja predlaže vaš sastanak. Die beiden Parteichefs kamen überein, sich im Hauptquartier der jugoslawischen Bundesarmee zu treffen, im Zentrum von Sarajevo. Die Atmosphäre war frostig. Die Dinge hatten sich schon zu weit auseinander entwickelt. Sie drohten einander mit den Fäusten. Du hast dieses getan, du hast jenes getan. Ich musste die beiden trennen. Unser Gespräch dauerte etwa eine Stunde. Wir fanden einen Weg, die Krise zu entschärfen. An diesem Abend hatten wir den Kriegsausbruch noch einmal verhindert. Predamo u ruke mješovitih patrola, vojske i milicije i policije u stvari. Mješovitih patrola. Doch der Führer der bosnischen Serben, Radovan Karadžić, hatte nicht wirklich nachgegeben. Wusste, dass sein politischer Mentor, der serbische Präsident Milošević, und der Präsident des benachbarten Kroatien beschlossen hatten, Bosnien untereinander aufzuteilen. Gerüchte über diesen serbisch-kroatischen Handel kursierten seit geraumer Zeit. Hier erzählen die Verantwortlichen, was wirklich geschah. Ich sagte, die drei Völker Bosniens könnten eine Konföderation bilden. Alle drei könnten damit zufrieden sein. Die einzige Alternative dazu ist die Teilung Bosniens. Tudjman träumte von Kroatiens verlorener historischer Größe. Er setzte auf Teilung. In Zagreb veranlasste er eine Reihe von Geheimtreffen zwischen den bosnischen Serben und seinen Statthaltern, den bosnischen Kroaten. Ich habe gesehen, dass sich die Serben und die Kroaten aus Bosnien über die Teilung ihres Landes geeinigt haben. Wir haben uns geeinigt, dass die Kämpfe zwischen Serben und Kroaten am Neretva-Fluss aufhören sollen. Die Rechnung wurde natürlich ohne die bosnischen Moslems gemacht. Karadžić informierte Serbiens Präsidenten Milošević. Nun waren die Weichen gestellt für die Eroberung eines großen Teils von Bosnien. Präsident Milošević war es gleichgültig, ob Bosnien ein international anerkannter Staat war. Er sagte, Caligula hat sein Pferd zum Senator ernannt, doch das Pferd hat sein Amt nie angetreten. Izetbegovic wird die Anerkennung bekommen, aber er wird nie einen Staat haben. Milošević kontrollierte die jugoslawische Armee, aber er war klug genug, sie nicht direkt gegen Bosnien einzusetzen. Er wählte einen verschlungenen Weg. Wir wussten, dass wir in dem Moment, in dem Bosnien anerkannt wird, als Aggressoren dastehen würden, weil wir unsere Armee dort stationiert hatten. Milošević und ich berieten die Angelegenheit. Wir weihten niemand anderen ein. Wir erkannten, dass wir sehr rasch handeln mussten. Sie veranlassten, dass jeder bosnische Serbe, der in der Bundesarmee diente, nach Bosnien versetzt wurde.
Karadzic erhielt damit eine voll ausgebildete und ausgerüstete Armee von 80.000 Mann. Milosevic konnte jede Verantwortung zurückweisen. Doch er saß weiterhin an den Schalthebeln der Macht. Wir sagten zu, die gesamten Kosten für diese Armee zu übernehmen. Es ist ja nicht so, dass sie ein Staatsbudget haben. Sie konnten nicht einmal ihre Offiziere bezahlen. Milosevic schickte auch Freischärler, die von der serbischen Geheimpolizei bewaffnet und von serbischen Ultranationalisten angeführt wurden. Sie waren die wirklichen Terrorspezialisten. Milosevic und die Armeeführung gaben uns keine Befehle. Sie haben uns immer gebeten, wir brauchen deine Kämpfer dann und dann an diesem oder jenem Ort. Und wir haben das gemacht. Die erste Stadt, in die Milosevic seine paramilitärischen Einheiten entsandte, war Bjeljina. Hier liefen die strategischen Verbindungswege Nordostbosniens zusammen. Deshalb wollten die Serben die militärische Kontrolle erlangen. Die überlegen bewaffneten Serben eroberten die Stadt in 3 Tagen. Dann trieben sie die Aktivisten der Moslempartei zusammen. Wir bekamen widersprüchliche Berichte. Es war kaum zu glauben, dass sie Zivilisten ermordet hatten. Die Freischärler hatten einen Fotografen dabei. Seine Anwesenheit konnte die Hinrichtungen nicht verhindern. Dieser Mann wurde genau in dem Moment fotografiert, in dem er zum letzten Mal um sein Leben bettelte. Izetbegovic befahl der bosnischen Polizei und den Milizen, den Staat zu verteidigen. Am nächsten Tag zogen die Einwohner Sarajevos zu Tausenden auf die Straßen und demonstrierten für den Frieden. Sie sahen Sarajevos lange Tradition der Toleranz in Gefahr. Hier gab es mehr Mischehen als überall sonst in Jugoslawien. Sie besetzten den Parlamentssaal. Vlada se raspala, narod je prepušten sam sebi. Sie demonstrierten gegen den Nationalismus sowohl von Izetbegovic als auch von Karadzic. Das Büro des Serbenführers lag auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Hotel Holiday Inn. Er konnte alles beobachten und sah, wie die Menge auf sein Hauptquartier zuströmte. Ich habe unsere serbischen Wachen angerufen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten sich für diese sogenannten Friedensaktivisten bereit machen. Meine Männer haben die notwendigen Maßnahmen getroffen. Sechs Personen wurden getötet. Hier im Stadtzentrum war die Hochburg von Izetbegovic. Seine Polizei gewann bald die Oberhand. Sie verhafteten die serbischen Heckenschützen im Hotel Holiday Inn. Karadzic und seine Gefolgsleute waren aus der Stadt in die Hügel oberhalb Sarajevos geflohen.
Heckenschützen und sporadische Granatenüberfälle sollten Izetbegovic zeigen, wer der Herr war. Dann begannen sie, Sarajevo zu beschießen. Unser Parlamentspräsident, ein Serbe, bat mich zu einem Treffen. Er wollte ein Abkommen über Sarajevo aushandeln. Sie trafen sich heimlich im mittlerweile verlassenen Parlamentsgebäude. Ich kam als Erster an. Es war schon dunkel. Wir sind beinahe Freunde gewesen. Im Parlament saßen wir nebeneinander. Ich sah seine Leibwächter. Sie trugen Maschinenpistolen mit Schalldämpfern. Ich sagte, nennst du so etwas eine Waffe? Wir Serben sind ein bisschen besser ausgerüstet. Ich wollte einen Witz machen. Und er sagte mir, die Teilung der Stadt lässt sich nicht verhindern. Wir Serben hatten immer geplant, Sarajevo aufzuteilen. Die Moslems sollten ihren Teil bekommen und wir Serben den unseren. Ich lehnte ab. Als wir uns verabschiedeten, gab er mir noch ein Souvenir, eine Füllfeder. Die Serben verschoben den entscheidenden Angriff gegen Sarajevo. Ihr vordringliches Ziel war, jene Teile Bosniens zu erobern, die an Serbien selbst angrenzten, egal wer dort lebte. Zwischen Serbien und den serbisch bewohnten Gebieten Bosniens lag eine Region, die hauptsächlich von Moslems bewohnt war. In jeder größeren Stadt Ostbosniens, in Gorazde, Foča und Srebrenica, erteilte der Vorsitzende der Serbenpartei, dem muslimischen Bürgermeister, den Befehl, entwaffne deine Polizei und ergib dich. Dieser Befehl wurde auch in Zvornik erteilt. Die Stadt liegt an einer wichtigen Eisenbahn- und Straßenverbindung zwischen Serbien und Bosnien. Auch hier hatten die Polizisten den Befehl erhalten, die Waffen niederzulegen. Der muslimische Bürgermeister von Zvornik wurde vorgeladen. Man sagte ihm, die Stadt sei ab nun serbisch. Für das serbische Fernsehen musste er sich versöhnlich geben. Za nekakvo napadanje Zvornika ni sa jedne ni sa druge strane. Može se živjeti zajedno. Doch der Bürgermeister wusste, dass Panzer der jugoslawischen Bundesarmee seine Stadt umstellt hatten. Milošević hatte die absolute Kontrolle und die Operation wurde hier in Belgrad geplant. Die bosnischen Serben nahmen auch daran teil, aber die besten Kampfeinheiten kamen aus Serbien. Das waren Sonderkommandos der Polizei, die Roten Barette. Sie unterstehen der serbischen Geheimpolizei. Meine eigenen Streitkräfte nahmen teil und auch andere paramilitärische Verbände. Der Freischärlerführer Šešelj gab seine Befehle in diesem Hotel. Die UNO-Kriegsverbrecherkommission berichtete, dass er hier die Namenslisten führender Moslems aus Zvornik verlesen hat, die umgebracht werden sollten. Die Serben griffen an. Innerhalb eines Tages wurden die Verteidiger von Zvornik aus der Stadt geworfen. An diesem Tag fuhr ein UNO-Beamter über die Grenze von Serbien nach Bosnien. In Zvornik wurde er angehalten. Das Rote Kreuz sagte mir, fahren Sie nicht weiter, die sind alle verrückt geworden.
Ein Freischärler-Kommandant, der auf seine Arbeit stolz war, erlaubte einem Kamerateam zu filmen. Hier nimmt die Herrschaft des Terrors ihren Anfang. Die Militärpolizei versucht, die Moslems zu identifizieren. Die Atmosphäre war furchterregend. In einer Kurve kam ein Jeep ins Schleudern auf dem Blut. Die Artillerie feuerte vom serbischen Ufer des Flusses Drina herüber. Das ist wichtig. Ich konnte das Mündungsfeuer und den Rauch der Kanonen sehen. Sie standen auf der serbischen Seite des Flusses. Als der UNO-Beamte Zvornik erreichte, waren die Freischärler beim Aufräumen. Wir hatten diese Operation sorgfältig geplant. Da gab es kein unkoordiniertes Vor- und Zurück. Alles war gut organisiert und gut durchgeführt. Ich sah Lastwagenladungen von Leichen. Soldaten luden die Körper von toten Frauen, Kindern und Alten auf die Ladefläche. Es waren mindestens 4 bis 5 Lastwagen voller Leichen. Etwa 2000 Personen wurden vermisst. Niemand weiß, wie viele von ihnen an Ort und Stelle hingerichtet wurden oder wie viele in die Konzentrationslager geschickt wurden, wo das Morden weiterging. Der Rest wurde vertrieben. 49.000 Moslems lebten in Zvornik. Kein einziger blieb zurück. 5 Jahrhunderte islamisches Leben und islamische Kultur wurden ausradiert. Das ist ethnisches Säubern. Es wurde zur Routine, als die Serben 3/4 des bosnischen Territoriums eroberten. Mit der Zeit lernten sie, die Kameras fernzuhalten. Doch das ethnische Säubern ging weiter. Ich streite nicht ab, dass das passiert ist. Es wurde hier in Belgrad organisiert. Kein Mensch kann ernstlich glauben, dass ein sogenannter organisierter Völkermord von Belgrad aus oder womöglich sogar von mir organisiert wird. Das steht völlig außer Betracht. Milosevic persönlich forderte meine Kämpfer an. Considering the tragic situation in Bosnia and Herzegovina, we have no choice, and our presidency had no choice but to appeal for a military intervention in Bosnia and Herzegovina. Stattdessen entsandte die internationale Gemeinschaft einen Friedensvermittler, Lord Carrington. Er machte dem Präsidenten einen Vorschlag, die Aufteilung Bosniens in ethnische Provinzen. Was natürlich nicht das war, was er wollte. Er wollte einen einheitlichen Staat. Er fragte, was werden Sie tun? Ich sagte, kämpfen. Carrington stutzte, fixierte mich und sagte, wie stellen Sie sich das vor? Kämpfen? Mir war klar, dass die Serben zumindest damals militärisch bei weitem überlegen waren. Außerdem hatten sie Unterstützung, auch wenn Präsident Milosevic das abstritt. Er sagte, Herr Izetbegovic, Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben.
Die anderen haben mehrere tausend Panzer, hunderte Kampfflugzeuge, 3.000 bis 4.000 Geschütze und Munition für 40 Jahre. Wissen Sie das nicht? Wie wollen Sie sich verteidigen? Präsident Izetbegovic war ohne jeden Zweifel in einer sehr schwierigen Lage. Ich antwortete ihm, wir haben keine Wahl. Entweder wir kämpfen oder wir kapitulieren. Wenn wir kapitulieren, werden wir alle umgebracht. Zwei Wochen später starteten die Serben ihren Angriff gegen Sarajevo. Eine Handvoll UNO-Blauhelme hatte gerade ein Büro in der Stadt aufgemacht. Am Tag des Angriffs erwartete ihr Kommandant ein Paket. Okay, Sir, thanks very much. Take care. Bye-bye. Ich schickte einen Mann in die Stadt. Nach einer Stunde kam er und sagte, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Ich habe das Postamt gefunden. Großartig, was ist die schlechte Nachricht? Es wurde in die Luft gesprengt mit allem, was drin war. Serbische Saboteure hatten die Hauptpost von Sarajevo zerstört und dadurch die meisten Telefonleitungen in der Stadt lahmgelegt, einschließlich jener im bosnischen Präsidium und im Hauptquartier der Stadtverteidigung. General McKenzie, ein leidenschaftlicher Amateurfilmer, saß in 5 Kilometern Entfernung und fragte seine Soldaten im Stadtzentrum, was er denn da filmte. Victor Papa, I'm watching the smoke from the downtown area. Can you tell me, is it in the direction of the presidency? Over. Victor Papa from Victor Charlie 1, yes, it's in the direction front of the presidency. Over. Aus 3 verschiedenen Richtungen stießen die serbischen Streitkräfte gegen das Stadtzentrum von Sarajevo vor. Panzer und Luftwaffe der Bundesarmee unterstützten sie dabei. Zu den Verteidigern gehörten auch kriminelle Banden, Berufssoldaten, auch Serben, die für ein Vielvölker-Bosnien kämpfen wollten. Unser schlimmster Moment war, als sie die Brücke zum Stadtzentrum überschritten. Sie kamen bis auf 50 Meter an das Präsidiumsgebäude heran. Es wurde überall geschossen. Mein Leibwächter sagte, draußen könne er sich jetzt eher nützlich machen. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass sie das Präsidium einnehmen könnten. Aber die schmalen Straßen von Sarajevo waren ein Vorteil für die Verteidiger. Bosnische Kämpfer stoppten den Vormarsch der serbischen Tanks mit Panzerabwehrraketen. Dann gingen die Bosnier zum Gegenangriff über und kreisten das Hauptquartier der Bundesarmee im Stadtzentrum ein. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Unser gesamtes Kommando war ungefähr 270 Mann stark. Tausende Moslems feuerten aus kürzester Entfernung auf uns. Sie waren nur wenige Meter entfernt, vielleicht 3 Meter, manche 50 Meter. Es waren lauter Fanatiker. Auf beiden Seiten fuhr sich der Angriff fest. Der General in seinem Hauptquartier war umzingelt. Doch dann bekamen die Serben eine Chance, den Staat Bosnien mit einem einzigen, sauberen Schlag gegen seine Führung auszulöschen. Die Europäische Gemeinschaft hatte den Präsidenten Izetbegovic zu Friedensgesprächen nach Lissabon geholt. Absent from the state more than one day.
Would you agree on a sort of a confederation for both? We don't accept any confederation in Bosnia-Herzegovina. We don't accept. Seine Tochter begleitete ihn. Dann trat ich die Rückreise nach Sarajevo an. Der Pilot fragte nach, ob wir Landeerlaubnis für Sarajevo hatten. Wenige Minuten vor Sarajevo kam der Pilot in die Kabine und sagte, der Flughafen von Sarajevo ist gesperrt. Die Bundesarmee hielt den Flughafen von Sarajevo seit Kriegsausbruch besetzt. Er stand unter der direkten Kontrolle Belgrads. Um die Armeekontrollen zu passieren, brauchte Präsident Izetbegovic den Geleitschutz der UNO. General McKenzie schickte einen Offizier, um ihn abzuholen. Er fuhr zum Flughafen und wartete noch anderthalb Stunden über die geplante Ankunftszeit hinaus. Aber Präsident Izetbegovic war nicht da und niemand wusste, wann die Maschine landen sollte oder ob sie überhaupt gestartet war. Der UNO-Offizier fuhr wieder in die Stadt zurück, doch der Präsident konnte das nicht wissen. 5 Minuten später kam der Pilot wieder herein und sagte, er habe mit Sarajevo gesprochen. Wir könnten landen, aber auf unser eigenes Risiko. Der Präsident überlegte, dann sagte er zum Piloten, fliegen Sie nach Sarajevo. Als wir aus dem Flugzeug stiegen, empfing uns ein Major der Bundesarmee. Ich fragte, wo ist mein UNO-Geleitschutz? Sie sagten, es ist keiner da. Sobald Alija gelandet war, hatten wir ihn. Präsident Izetbegovic war nun ein Gefangener von General Kukanjac, doch die Truppen des Präsidenten hatten den General in seinem Hauptquartier umstellt. Niemand hätte Alija mehr hassen können als ich, aber ich konnte ihn nicht einfach liquidieren. Ich rief meinen Kommandanten in Belgrad an. Der sagte, behandelt ihn gut, aber lasst ihn nicht gehen. Er sagte, er werde seinen Vorgesetzten im Staatspräsidium anrufen. Das waren unerwartete Neuigkeiten. Aber ich kann nicht leugnen, dass es eine gute Nachricht war. Daraus konnte sich alles Mögliche ergeben. Wir sprachen auf einer öffentlichen Telefonleitung. Also sagte ich, Sie wissen, General, er ist nicht verhaftet. Man passt nur auf ihn auf, zu seiner eigenen Sicherheit. Der General antwortete, nein, nein, Sie haben ihn verhaftet. Er war etwas schwer vom Begriff. Nur Izetbegovic konnte die Regierung in Sarajevo zusammenhalten. Seine Regierungskollegen wussten aber nicht, dass er in der Gewalt der Armee war. Am selben Tag war eine Gruppe von Kindern per Flugzeug aus Sarajevo evakuiert worden. Eine besorgte Mutter, die zufällig eines der wenigen noch funktionierenden Telefone in der Stadt besaß, rief am Flughafen an. Gott weiß, wie sie zum Apparat des Flughafendirektors durchgekommen ist. Der sagte zu ihr, machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Kind ist gut weggekommen, es besteht kein Grund zur Sorge. Präsident Izetbegovic stand auf, er ging auf den Direktor zu und sagte, entschuldigen Sie, kann ich bitte den Hörer haben? Izetbegovic nahm das Telefon und sagte Folgendes. Guten Abend, gnädige Frau, hier spricht Alija Izetbegovic, der Präsident von Bosnien-Herzegowina. Dann war eine kurze Pause. Sie fragte, Entschuldigung, was? Wer? Er sagte, ja, ja, das ist richtig. Alija Izetbegovic, der Präsident von Bosnien-Herzegowina am Apparat. Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun? Ich sitze hier am Flughafen. Wären Sie bitte so freundlich, im Präsidium anzurufen? Sagen Sie dort, dass Sie mit mir gesprochen haben und dass ich hier bin. Wenn Sie das Präsidium nicht erreichen können, rufen Sie bitte beim Fernsehen an. Sagen Sie, dass ich am Flughafen bin. Die Armee lässt mich nicht weg.
Man sagt mir, das ist ein Befehl von General Kukanjac. Ja, gnädige Frau, General Kukanjac. Die Frau traute ihren Ohren nicht. Mechanisch wiederholte sie jedes seiner Worte. Er sagte, danke vielmals. Ja, ja. Vielen Dank, gnädige Frau. Während die Frau die Fernsehstation in Sarajevo verständigte, brachte die Armee den Präsidenten in eine Kaserne im serbisch besetzten Gebiet. Die Mannschaft der Abendnachrichten hängte sich an die Telefone, um ihn zu finden. Mein Leibwächter sagte, der Präsident ist in Schwierigkeiten. Das Fernsehen möchte Sie sprechen. Nama su pokidali linije, razumeš? Kako ste ovi sad uspjeli dobiti? Pa evo televizije. Preko televizije, gospodine predsjedniče. Radio uspostavlja ove linije, ovo je preko radija. Idemo uživo preko televizije. Sarajevo sa staunend zu. Über das Fernsehen beauftragte Izetbegović einen ihm ergebenen Stellvertreter, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen, falls ihm etwas zustößt. Ejub Ganić. Naravno. Plötzlich spürte ich eine ungeheure Last auf mir. Gospodine general, nešto moramo da učinimo. Dajte, moramo molim vas. Učiniti, gospodin Izetbegović je ovdje. Ali ja molim da nam se malo vjeruje. Mi tražimo da se nama omogući da se izvučemo iz grada Sarajeva. Imate garanciju predsjedništva Bosne i Hercegovine da će put koji vi odaberete biti... Da niko nema autoriteta da obuzda ove ljude koji... Imamo mi... Ma ima autoriteta, kako nema? Preduvjet je da se... Budite sigurni da teritorijalna obrana... Teritorna odbrana sluša predsjedništvo. Dobro, to čuješ. Dadnite tako upustvo TO-u. Daćemo tako upustvo TO-u. Međutim, mi ne može država... Ja imam dovoljno jake nerve. Mada je on hrabar čovjek. Machte sich Sorgen um seine Tochter, nicht um sich selbst. Zum ersten und einzigen Mal machte ich die ganze Nacht kein Auge zu. An der Wand hing eine große Uhr. Ich sah, wie der Stundenzeiger voranrückte. 1 Uhr, 2, 3, 4, 5 Uhr in der Früh. Und ich hatte keine Sekunde geschlafen. Das war, weil sie meine Tochter weggebracht hatten. Ich machte mir schreckliche Sorgen. Der neue Vizepräsident rief den Kommandanten der Bundesarmee an und warnte ihn davor, Izetbegović auch nur ein Haar zu krümmen. Ich sagte Kukanjac, wir haben dich umstellt. Da kommt kein Vogel mehr heraus. Wir haben einen Tunnel gegraben. Du spielst mit dem Tod. Ich sagte, stellt das Feuer ein oder ich übernehme keine Verantwortung für die Folgen. Ich antwortete, pass gut auf den Präsidenten auf. Wir lassen dich gehen. Deine Männer können später nachkommen. Wenn du einen Fehler machst, schießen wir dich bis auf den Berg Trebević. Bundesarmee und bosnische Regierung vereinbarten schließlich, sich in den frühen Morgenstunden im UNO-Hauptquartier zu treffen. Ganić sagte, General, keine Armee hat das Recht, einen demokratisch gewählten Präsidenten zu verhaften. Was ist das für eine Armee, die das Staatsoberhaupt kidnappt? Was ist das für ein Land, in dem der Präsident einen Angriff gegen den Armeekommandanten befiehlt? Unser General und seine Leute müssen im Austausch gegen Izetbegović aus Sarajevo hinausgelassen werden. Ganić sagte, nein, 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 keine Abkommen, bis der Präsident frei ist. Ich war dafür, den Präsidenten gegen den General auszutauschen. Das schien ein guter Beginn. Wir kamen überein, dass Kukanjac und ein paar Mitarbeiter gehen dürfen. Mackenzie war dafür. Ich hielt es für gut. Also einigten wir uns.
General Mackenzie filmte die beiden Unterhändler, als sie das Verhandlungsresultat in der Armeekaserne meldeten. General Mackenzie fuhr sofort zur Kaserne, um Izetbegovic in Empfang zu nehmen. Der Vizepräsident ging zu Fuß ins Stadtzentrum zurück. Er hatte Zweifel, ob er sein Wort halten könnte. Ganitsch war besorgt. Er sagte, ich befürchte, Teile unserer Streitkräfte sind außer Kontrolle. Ich mache mir große Sorgen. Plötzlich tauchte General Mackenzie auf. Aber noch ehe Mackenzie die Kaserne verlassen konnte, erhöhte die Armee ihre Forderungen. Nun verlangte sie, dass das gesamte Personal des Hauptquartiers aus Sarajevo evakuiert wird. An diesem Punkt sagte ich, Moment, ich kann unmöglich auf einen ganzen Konvoi aufpassen, sondern nur auf Einzelpersonen. Doch der Präsident erwiderte, er garantiere für die Sicherheit des Konvois. In seiner Situation konnte der Präsident für nichts garantieren. Sein Stellvertreter hatte die Verantwortung. General Mackenzie sagte nichts von einer Änderung des Planes. Es herrschte Chaos. Mackenzies Plan war, den Präsidenten durch serbisches Territorium und dann an bosnischen Regierungstruppen vorbei in das Armeehauptquartier zu bringen. Dort wollten sie Kukanjac und seine Leute abholen. Der Präsident und der General sollten dann an der Spitze des Armeekonvois bis an die Frontlinie in der Nähe des bosnischen Präsidiums fahren. Dann sollten die Gefangenen von ihren eigenen Truppen in Empfang genommen werden. Der Präsident wurde wieder mit seiner Tochter zusammengeführt. Dann fuhren sie durch die Straßen, in denen tags zuvor schwer gekämpft worden war. Durch das kleine Fenster des Panzerfahrzeugs konnte ich ausgebrannte Kampfpanzer sehen. Panzer brannten, Motoren, die es aus Fahrzeugen herausgerissen hatte, lagen mitten auf der Straße. Körper lagen umher. Manche sahen aus, als ob sie sich sonnten. Es war ein übler Anblick. Als der Präsident beim Armeehauptquartier eintraf, warteten der General und seine Männer bereits. Hektisch beluden die Soldaten ihre Lastwagen, im Vertrauen, dass ihnen sicheres Geleit gewährt wird. Niemand von uns hatte eingewilligt, dass sie die Waffen, die Akten und die Soldaten mitnehmen konnten. Das war separat zu verhandeln. General Mackenzies weißes UNO-Fahrzeug fuhr an der Spitze, als sich der Konvoi in Gang setzte. Bosnische Regierungssoldaten, die Waffen und Vergeltung suchten, hatten den Konvoi von allen Seiten umstellt. Da fuhren jene Leute weg, die am Vortag den Angriff gegen Sarajevo angeordnet hatten. Unsere Soldaten und Zivilisten handelten ganz spontan und trennten den Konvoi in zwei Teile. Ich glaube, ein roter Volkswagen hatte eine Kreuzung blockiert und den Konvoi unterbrochen. General Kukanjac kauerte im UNO-Panzerfahrzeug, während der Präsident herauslugte und zusah, wie seine Leute Waffen und Ausrüstung der Armee an sich brachten. Bosnische Soldaten zielten hinten in die Lastwagen. Die Ladung kam sehr, sehr schnell heraus. Es wurde viel geschossen. Ich sah unseren General Divjak. Er wollte, dass die Schießerei aufhört, aber ich sah, wie Leute getötet wurden. Ja.
Ich befahl unseren Soldaten, das Feuer einzustellen. Präsident Izetbegovic erhob sich ganz ruhig, nicht im geringsten nervös. General Kukanjac sah nicht sehr glücklich aus. Ich hatte meine Pistole bei mir. Falls nötig, war ich bereit, Alija und mich selbst zu töten. Kukanjac unternahm nichts. Der Präsident und General Divjak befahlen ihrem Hauptquartier per Funk, die Aktion abzubrechen. Sie standen vor einer offenen Meuterei. Eine halbe Stunde lang versuchten wir, den Präsidenten herauszuholen. Govori Divjak, da se predsjednik dovede u predsjedništvo, da se kolona pusti. Unsere Armee war noch nicht richtig organisiert. Meine Befehle erreichten nicht jeden Soldaten. Die bosnischen Kommandanten gingen den Konvoi entlang und beruhigten ihre Leute. Und plötzlich waren sie alle verschwunden. Der Präsident war bald in Sicherheit. Die Serben, die ihn und seinen Staat beinahe erledigt hatten, begannen nun mit der Belagerung von Sarajevo. Bosnien wurde Mitglied der Vereinten Nationen, doch niemand half, die Kontrolle über das Staatsgebiet herzustellen. Es wird keinen einseitigen Militäreinsatz der Vereinigten Staaten geben. Wie wir zuvor gesagt haben, wir sind keine Weltpolizei und können das nicht sein. Milosevic schickte den bosnischen Serben einen neuen General, Ratko Mladic. Für die Stadt Sarajevo gab er folgenden Befehl. General Mladic. Yes, panic, kosti. Vukašinović. Vukašinović. Yes. Pukovnik. Yes, yes. Direktnim pogodcima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. I tucite polako u intervalima dok ja ne naredim da se prekine. Razumem. Da.